Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Einen wunderschönen Sonntagabend, und es ist ein wunderschöner Sonntagabend, denn wir haben auch heute wieder ein Sammlungsupdate füreinander, wobei ich glaube, dass wissenschaftlich noch gar nicht erforscht wurde, ob tatsächlich zwischen dem Vorhandensein eines Sammlungsupdates auf meinem Kanal und dem eines wunderschönen Sonntagabends tatsächlich ein Zusammenhang besteht. Ich würde ja tatsächlich eher fast vermuten, dass es das exakte Gegenteil ist, aber trotzdem, ich persönlich zumindest freue mich, dass wir auch diesen Sonntag uns wieder pünktlich um 17 Uhr zusammentreffen, und das weiß ich in dem Fall, weil es ein recht kurzes Sammlungsupdate ist und mir meine Unfähigkeit, Dinge vorher zu planen, in dem Fall womöglich nicht wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Aber auch wenn es ein kleines, gemütliches, überschaubares Sammlungsupdate ist, ist in der vergangenen Woche in meiner Sammlung auf jeden Fall die ein oder andere Sache gelandet, auf und über die ich mich persönlich wahnsinnig freue. Aber wie üblich hier beim Sammlungsupdate am Sonntag möchte ich mich zuerst einmal bei den Leuten bedanken, über die ich mich ganz besonders freue. Natürlich freue ich mich über jeden Einzelnen, der meine Videos tatsächlich aushaltet aus Gründen oder die sogar mit anderen Leuten teilt, weiterverbreitet, sonst was. Aber ganz besonderen Dank habe ich natürlich immer für die Leute, die meine Arbeit hier auf YouTube sogar finanziell unterstützen. Und dabei möchte ich dieses Mal ganz am Anfang einmal zu meinen Kanalmitgliedern wechseln. Da nehme ich beispielsweise Aston's Martin, der bereits seit 4 Monaten dabei ist und mich hier auf meinem YouTube-Kanal unterstützt, beziehungsweise Hartwig Stolzlechner, der sogar so weit nach oben gegangen ist bei den Tiers, dass er sich einmal im Wohnort ein Munch-Quickie, Dankeschön, dürfte ich Sie kurz an die Beke titten, das war bächtig Möse, und das haben wir gefickt eingeschädelt, nur, dass wir diese drei Klassiker noch einmal haben, aber er darf sich einmal im Monat ein Wunsch-Quickie aussuchen, wenn ich es dann irgendwann einmal richtig rüberbringe, und da hat er einerseits für den November den Slasher Blood Rage für euch, das Review ist schon fertig, im Dezember gibt es einen absolut geilen Cut 3 Heuler Run and Kill, auch das ist schon fertig, und für das Wunsch-Quickie im Jänner wird es tatsächlich eine Umfrage geben, dazu dann allerdings später mehr. Zuerst einmal ein kurzer Blick auf Patreon, da sind wir zum Beispiel bei meinem allerersten Patreon-Supporter, der bereits seit 7658 Jahren, glaube ich, dabei ist. André L. unterstützt mich seit März 2020, und da freue ich mich jedes Monat aufs Neue riesig, oder jede Woche eigentlich aufs Neue riesig, das sagen zu dürfen. Vielen, vielen Dank dafür. Er hat ebenfalls ein Wunsch-Review pro Monat frei. Da gibt es im November dankenswerterweise einen tollen Film, nämlich Bullet Train. Da freue ich mich dann hoffentlich zu dem Zeitpunkt, wo dieses Sammlungsupdate jetzt ausgestrahlt wird, das Wunsch-Quickie bereits aufgenommen gehabt zu haben. Das ist irgendwie eine Form, da muss ich irgendwann einmal der quasi dem Duden schreiben, dass man dafür eine neue Zeitform erfinden muss. So quasi, wenn das gezeigt wird, dann hat das schon passiert gehabt worden sein, haben tun müssen. Keine Ahnung, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das Review kommt auf jeden Fall in Bälde, und im Dezember möchte ich André Eltern wieder mal die Fresse polieren, weil zum zweiten Mal in Folge hat er für den Dezember ein Weihnachtswunsch-Quickie, nachdem Last Christmas mich schon so schön zum Erbrechen gebracht hat, mit einem Lied, das ich hasse, warum nicht auch einen Schauspieler durch den Dreck ziehen, den ich liebe? Dolph Lundgren in Christmas Planet. Bin ich wirklich wahnsinnig ängstlich, erschüttert und doch auch irgendwie fasziniert davon. Bin gespannt, ob es dieser Film schafft, schlechter als Kindergarten Cop 2 zu sein. Ich kann es mir tatsächlich, so sehr ich Weihnachten und Weihnachtsfilme auch hasse, nicht vorstellen, dass mich dieser Film mehr ärgern wird als Kindergarten Cop 2. Aber das sehen wir dann im Review. Jetzt möchte ich mich noch bei zwei weiteren Leuten bedanken, die mich über Patreon unterstützen. Einerseits bei Martin Kalis, dem Administrator der Facebook-Gruppe Stars and Me, wo man absolut großartige Fotos von sich mit einigen berühmten Personen posten kann, was ich persönlich immer wieder extrem cool finde, in dieser Gruppe zu stöbern. Und ebenfalls ein fettes Danke an Kevin Zindler, der selbst übrigens als schmeichelndes Katzenstimmchen im Sinne Entertainment Talk Podcast auftritt, der Filme produziert, Bücher herausgibt, im Art of Horror Magazin
schreibt und jetzt, glaube ich, sogar eine Schauspielkarriere gestartet hat, wenn ich das auf Facebook richtig deute. Aber dazu wird es dann hoffentlich von Kevin irgendwann einmal selbst direkt noch Informationen geben. Bin sehr, sehr gespannt, was da noch auf uns zukommt und danke, Kevin, auf jeden Fall für deine Unterstützung. Aber jetzt würde ich sagen, wird es einmal an der Zeit, etwas mehr auf das, auf die Sachen zu schauen, die da jetzt vor mir stehen, beziehungsweise ganz am Anfang mal einen kurzen Blick auf die Dinge zu werfen, die mir von Labels als Rezensionsmuster für den Blu-ray-Check zur Verfügung gestellt werden. Weil, wie üblich im Sammlungsupdate, schauen wir uns die jetzt nur einmal ganz kurz an, um sie uns dann nächste Woche oder übernächste Woche, wird es wahrscheinlich bei einigen werden, ganz lang anzuschauen, mit etlichen Hintergrundinformationen und so weiter. Da habe ich einerseits von Pandastorm den neuen Release To The Silencing mit Nikolai Coster-Waldau aus dem Game of Thrones Universum. Bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr zu dem Film sagt, beziehungsweise dann zum Review. Ich habe ihn schon gesehen, fand ihn eigentlich recht interessant. Freue mich drauf, auf jeden Fall die Gedanken zu ordnen und in ein Review zu verpacken. Ebenso geht es mir bei dem Film Piggy, nur mit der kleinen Ausnahme, dass ich den Film noch nicht gesehen habe, aber trotzdem jetzt schon wirklich wahnsinnig gespannt bin, was mir dieser Film bietet, beziehungsweise dann mit euch darüber zu reden, ist ja die mittlerweile 29. Ausgabe der Pierrot Le Fou Uncut Mediabooks. Wahrscheinlich wird es niemanden von euch überraschen, dass das Mediabook von Dark Water hier steht. Das hat Play on Pictures ja vergangene Woche veröffentlicht und bereits am Tag, wo man es bestellen durfte, hatte ich das Review auf meinem Kanal. Das war der Donnerstag. Danke auf jeden Fall dafür. Ist ein großartiger Release. Alles Weitere gibt's in meinem Blu-ray-Check und oder 4K UHD-Check in dem Fall. Und außerdem sehr interessant ist hier mit einem wundervollen Silberpapier-Effekt auf dem Cover das Mediabook von Hetzjagd. Das erscheint ja eben erst nächste Woche. Am 24. November ist es soweit. Und ich bitte, bitte, bitte euch, wenn ihr das Mediabook bei Amazon bestellt habt, eben zu dem falschen Preis von 12,50 €, schreibt mir in die Kommentare von diesem Sammlungsupdate dann im Laufe der nächsten Woche, ob Amazon euer Exemplar storniert oder verschickt hat. Würde mich persönlich wahnsinnig interessieren, genauso wie der Film Hetzjagd, den ich hoffentlich auch in Bälde sehen und dann im Blu-ray-Check vorstellen darf. Und last but not least, die große, eine sicherlich große Filmüberraschung für mich wird der Film Time Guardian sein. Ganz ehrlich, Duke Nukem Forever mit der Sonnenbrille und dem Plasma-Einlauf, das klingt extrem geil. Da freue ich mich riesig drauf. Außerdem können wir tatsächlich weitere Teile von diesem Sammlungsupdate auch noch relativ flott hinter uns bringen, weil die Steelbooks von Top Gun Maverick, die ich, dass ich von Amazon bekommen habe, warum ich das jetzt eigentlich überhaupt noch einmal hier hergestellt habe, verstehe ich gar nicht, hätte ich eigentlich gar nicht machen sollen, beziehungsweise bei Bullet Train hätte ich es eigentlich hier gestellt, nur um zu zeigen, dass mein unverdelltes Austauschexemplar mittlerweile auch gekommen ist. Das habe ich ja euch hier auf dem Kanal auch schon gezeigt. Da allerdings die verdellte Version, die ich bekomme bei Top Gun, hat sich nichts geändert. Da war mein erstes Steelbook eigentlich auch schon in Ordnung. Ich habe es nur fälschlicherweise hergestellt. Falls ihr euch dafür interessiert, gibt es das ausführliche Unboxing hier mit einem lauten Schreikrampf wegen dem verschobenen Titel auf dem Spine. Bereits im letzten Sammlungsupdate. Aber langsam, aber sicher kommen wir mehr oder weniger, wie soll man sagen, in den Lauf, um uns einige Dinge genauer anzuschauen. Hier zuerst vielleicht noch einmal ein kurzer Blick ins PlayStation-Universum. Da habe ich mir das Spiel The Quarry zugelegt und ganz ehrlich, ich befürchte, dass Timo Würz nicht auf meinem Kanal unterwegs ist, weil laut dem, was ich auf Facebook sehe, Timo Würz sicher deutlich Besseres zu tun hat, als meinem Geschrei zu lauschen. Aber ich sehe hier ein Cover-Artwork zu dem Spiel The Quarry, das mich tatsächlich sehr an den Zeichenstil von Timo Würz erinnert, teilweise nämlich vor allem hier diese Gesichter-Collage. Es wäre, ich meine, ich weiß zwar natürlich nicht, warum dieser riesig gezeichnete Sasquatch-Verschnitt hier mehr oder weniger im wahrsten Sinne des Wortes zwei Männer-Titten hat.
Aber das könnte ein Artwork sein, das irgendwie mich stilistisch an Timo Würzes Arbeit erinnert, auch wenn ich mir sehr, sehr sicher bin, dass er damit nichts zu tun hat. Das eben, wie gesagt, vergangene Woche recht günstig aus dem Mediamarkt gerettet, nachdem ich zusätzlich zu dem eh schon rabattierten Preis noch einen Gutschein hatte, hat mich das ganze Zeug dann am Ende des Tages genau 16 Euro gekostet und das fand ich extrem geil. Da habe ich das Spielchen gleich mitgenommen. Außerdem an der Stelle, das wollte ich ebenfalls noch einmal herzeigen, auch hier im Sammlungsupdate, habe ich jetzt endlich das Upgrade auf eine neue Fitnessuhr vollführt und die schaut eigentlich meiner alten relativ ähnlich, ist ja auch das Nachfolgemodell. Ich konnte sogar mein altes, gewohntes Fallout, Männchen als Ziffernblatt wieder einstellen. Trägt sich bequem, ist allerdings eben quasi das Nachfolgemodell zwei Generationen später. Misst auch schon ein bisschen mehr, kann auch schon ein bisschen mehr. Coole Sache, vor allem eben danke an Garmin für den flotten und unkomplizierten Austausch. Und damit, ich weiß, das kommt jetzt für einige überraschend, die mehr oder weniger bei meinem Sammlungsupdate, hoppala, schon den 20-Kilo-Kübel Popcorn bereitgestellt haben und jetzt dann doch wahrscheinlich mit der Small-Portion ausgekommen wären, denn das sind jetzt quasi die einzigen Dinge, die wir uns im heutigen Sammlungsupdate genauer anschauen wollen. Und da starten wir gleich einmal hier mit der Arrow-Video-Veröffentlichung von Audrey Rose, die in dem Fall recht interessant ist. Ich meine, wie gesagt, für mich ein bisschen problematisch, nachdem ich ja das alte Mediabook von NSM bereits hatte in der Sammlung und vor allem, weil Arrow hier ganz offensichtlich das Cover vermurkst hat. Könnte mir bitte jemand, der sich diesen Release ebenfalls zugelegt hat, in den Kommentaren schreiben, ob bei euch das Cover auch offensichtlich zu groß ausgeschnitten ist und damit gewellt ist. Aber Audrey Rose hier mit einem recht unspektakulären neuen Arrow-Video-Cover hat tatsächlich das einzig spektakuläre und interessante bei dem Release meiner Meinung nach auf dem Backcover stehen. Da ist nämlich die Rede von einer brandneuen 2K-Restauration von Arrow-Films aus dem 35mm Originalkamera-Negativ. Das könnte demnach natürlich bedeuten, dass dieser Release eine deutlich bessere Bildqualität hat als das alte Mediabook von NSM Records. Da wurde wahrscheinlich, wie damals eben üblich, der MGM-Archivtransfer verwendet, der eben 2016, als der Titel von NSM veröffentlicht wurde, verfügbar war. Aber Arrow hat da jetzt offensichtlich neu abgetastet und nachgebessert. Sollte ich hier, wie gesagt, kennt die alte Leier, irgendwann einmal die Zeit dafür finden, dann möchte ich natürlich auch in dem Fall einen Bildvergleich machen, damit wir sehen, ob es sich vielleicht tatsächlich auszahlt, dass auch NSM hier ein Upgrade liefert, wenn mich nicht alles täuscht. Ist das nicht sogar ein Cover-Artwork, das es auch als Mediabook gibt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich bei diesem Release von Audrey Rose eines ganz besonders spannend, nämlich die Tatsache, dass Arrow-Video quasi ohne das abgesprochen zu haben, irgendwie dasselbe Motiv für das Booklet verwendet, das damals auch NSM verwendet hat. Also zumindest ein ähnliches Motiv aus einer ähnlichen Szene. Aber wir können da an der Stelle natürlich noch einmal durch das Booklet an sich auch blättern. Das hat in dem Fall ca. 30 Seiten, hat eben natürlich neben den klassischen Cast and Crew Informationen und sonstigen technischen Aspekten über die Restauration, dann zum Beispiel ganz hinten, natürlich auch wie gewohnt einige Bilder aus dem Film beziehungsweise verschiedene Essays und sonstige Texte zu bieten, ist natürlich immer, eigentlich ist es interessant, dass Arrow Video umfangreichere Booklets standardmäßig bei ihren Keepcase-Veröffentlichungen hat, als wir bei manchen Mediabooks hier. Vielleicht noch einmal ein kurzer Blick auf das auf die Restauration, falls das jemanden interessiert. Aber ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Bin sehr gespannt. Hoffentlich, wie gesagt, irgendwann einmal die Zeit, da ein bisschen nachzuforschen und ein bisschen den ganzen Blu-ray und 4K-Neuauflagen auf die Gründe zu gehen, weil das ist ja was mich persönlich eigentlich wirklich, wirklich interessiert. Aber jetzt mehr oder weniger sind wir eigentlich schon auf der Zielgeraden des heutigen Sammlungsupdates. Das ging ja wirklich flott.
Aber zwei Titel gibt's, die möchte ich mit euch noch einmal genauer unter die Lupe nehmen. Okay. Eins, zwei, drei, vier und so weiter und so fort. Das kann doch wirklich nicht so schwer sein, dass man einfach bei eins beginnt, weiter hinaufzählt und das Ganze im besten Fall auch noch ohne sein Logo und die Schriftzüge gefühlte 6438 Mal zu ändern. Vor allem, wenn man dann später irgendwann mal dazu übergeht, dass man die Staffeln von einer Fernsehserie nicht mehr mit Zahlen, sondern ausgeschrieben, beschriftet und dass man dann einzelne Steelbooks nachreicht, wo dann auch noch Specials und Anniversary Specials und jetzt dann zum Beispiel Season 13 Specials ergänzt werden. Und man muss aber dazu sagen, dass es wahrscheinlich den ein oder anderen von euch irritiert, dass nachdem man die Ära der 13. Doktorin Jodie Whittaker eben nicht mehr als Zahlenstaffeln ausgeschrieben hat, sondern eben mit Worten jetzt ihre 13. Staffel Special tatsächlich als Series 13 Specials angeschrieben sind, obwohl es, wie man hier in meinem Steelbook-Regal merkt, obwohl ich nicht alles mit rausgeholt habe, keine Season 13 gibt. Das hat nämlich den Grund, dass die Season 13 grundsätzlich unter dem Begriff Flux veröffentlicht wurde. Das heißt, eigentlich müsste das jetzt heißen The Series Flux Specials. Aber das wäre dann womöglich auch wieder zu einfach oder zu nachvollziehbar. Ich weiß es nicht. Manchmal habe ich tatsächlich echt das Gefühl, dass Leute und Entscheidungsträger, die bei riesigen Unternehmen wie der BBC oder riesigen Franchises wie und Doctor Who sitzen, sich wirklich einen Spaß draus machen, so quasi, wie kann ich jetzt wieder Fans von einheitlich gestalteten Reihen ärgern, egal bei wem ihr diesen Arschlochkurs gemacht habt, ihr macht das wirklich verdammt gut. Nein, aber ganz im Ernst, man darf das Ganze natürlich gerne humoristisch etwas überspitzen, aber so arg ist es jetzt dann auch wieder nicht. Ja, als Doctor Who-Fan weiß man, dass es eine, dass es die Series 13 gibt. Das Einzige, was es für mich halt eben wirklich schwierig macht, ist, wenn ich dann im Regal tatsächlich die, 12th Series und dann Flux und dann kommt mit Nshuti Gatwa die 14. Staffel und die wird wieder als 14. Staffel. Entschuldigung, ich habe ganz vergessen, dass Disney Plus dann ab dem 14. Doktor mitmischt. Das heißt, da über physische Veröffentlichungen brauchen wir uns da keine Gedanken mehr machen. Auch das wundervoll, wahrscheinlich das war die Dissertation in eben jenem Arschlochkurs. Anyways, lassen wir das. Schauen wir jetzt mal einen Blick auf dieses neue Steelbook. Das enthält eben die Series Flux Specials. Und das wird natürlich, das ist das Einzige, was wirklich schön fast einheitlich geblieben ist, mit dem neuen Logo. Aus diesem Grund, in diesem Fall aber ohne ersichtlichen Grund wieder nur mit BBFC-Logo, ohne IFCO-Logo, damit das Ganze schön wieder ein bisschen durcheinander ist. Aber wie von den BBC-Steelbooks, Entschuldigung, gewohnt, hier in diesem Quarterslip und wir sehen eben auf dem Backcover einerseits ein weiteres Bild, das wir dann natürlich erfahrungsgemäß auch auf dem Backcover von dem Steelbook sehen werden, aber der Inhalt von diesem Special Steelbook, das ist eben Eve of the Daleks, Legend of the Sea Devils und The Power of the Doctor. Drei Specials, die es auch zu uns schaffen werden. Polyband hat die Veröffentlichungen bereits angekündigt und wird diese Specials, ich glaube, dann 2023 zu uns bringen, physisch. Aber, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, nur im Standard Keepcase, dafür aber sowohl auf DVD als auch auf Blu-ray. Aber ich nagel mich jetzt da nicht fest, nicht, dass ich irgendeinen Blödsinn gesagt habe. Anyways, wir können dann einmal nach dem Blick und übrigens natürlich kein deutscher Ton auf der britischen Veröffentlichung. Das ist bei Doctor Who auch, glaube ich, noch nie so gewesen. Schauen wir dann einmal auf das eigentliche Steelbook da. Sehen wir Jodie Whittaker mehr oder weniger in irgendwie einer relativ coolen Starry Night Impression. Und da finde ich es aber wieder relativ genial, wie einerseits die Künstler hier von der BBC gearbeitet haben. Wir haben da einerseits natürlich das Motiv, das sich sehr schön auf dem Quarterslip fortsetzt. Wir haben allerdings eben auch hier, ich finde, man sieht das sehr schön hier
bei dem Verlauf von ihrem Körper, wo dann diese weiße Grundierung von dem Steelbook einsetzt und da eben quasi einerseits ihre Kleidung beziehungsweise dann natürlich ganz besonders oben ihr Gesicht beziehungsweise ihre Haare emporhebt. Man sieht, finde ich, hier ganz besonders bei den Haarsträhnen und dem Haarverlauf schön, wie hier mit diesem mit dieser weißen Grundierung gearbeitet wurde. Aber was ich dann absolut faszinierend finde, ist eben, wie diese Farbverläufe im Hintergrund einfach ohne die weiße Grundierung absolut wundervoll von diesem metallischen Steelbook-Effekt profitieren, ganz besonders dieser leuchtende Stern, der deinen Namen trägt hier unten, der so einen richtig hellen Fleck erzeugt, wenn man da drüber fährt. Das ist absolut faszinierend, das tut nämlich eigentlich sonst kein anderes Element auf dem Steelbook. Und es ist wieder mal etwas, wo man echt sagen muss, also die Grafiker von der BBC sind absolut fantastisch drauf und haben auch in dem Fall, finde ich, wieder, wie es ist eben schon bei vielen anderen von diesen Special Steelbooks geschafft haben. Wie gesagt, ich habe alle Steelbooks, die ich euch vorher gezeigt habe, auch auf meinem Kanal hier ausgepackt, präsentiert. Könnt ihr noch einmal reinschauen. Es ist sicherlich dadurch, dass es ein eher einfacheres Motiv ist und eben nur einen Charakter bietet und nicht, naja, so ein Koloss. Nicht mein persönlicher Favorit, aber man merkt einfach wirklich die Detailverliebtheit, die da dahinter steckt und einfach wie schön das geworden ist. Da gefällt mir persönlich dann natürlich dieses Backcover einfach deutlich besser. Da kommt nämlich genau das zum Tragen, was ich vorher beim Frontcover angesprochen habe. Nämlich eben einerseits diese partielle Grundierung, wir sehen es, finde ich absolut wundervoll, wie diese Charaktere hier durch die weiße Grundierung einfach farblich durch die Bewegung nicht verändert werden und dadurch einfach absolut perfekt im Vordergrund stehen, dass aber einzelne Elemente, die von einem metallischen Schimmer profitieren können, wie das Schwert, wie die metallischen Bauteile vom Dalek hier, die Fenster von der TARDIS oder ganz besonders genial, schaut euch an, dieses Licht oberhalb von der TARDIS, das hier wirklich toll zum Leuchten beginnt, auch hier gibt es eben noch einmal so einen Stern, so eine Reflexion, das ist doch absolut faszinierend, was man hier mit diesem kleinen bisschen Metallic-Look erzeugt hat, beziehungsweise dann natürlich trotzdem hier diese Hintergründe, die einfach diesen großartigen, wundervollen Farbverlauf haben. Und ich finde da oben fast mit dieser Explosion an lila Tönen und Rosatönen einfach nur absolut fantastisch aussieht. Das ist ein wundervolles Backcover-Artwork. Und für diejenigen, die nicht eh schon damit gerechnet haben, jetzt die kleine Überraschung. Es ist nämlich auch bei diesem Steelbook wieder ein durchgehendes Design. Das ist einfach etwas, das macht die BBC auch bei diesem Steelbook sehr gerne. Und das finde ich persönlich absolut großartig. Das ist, muss man sagen, auch wenn es von außen, also vom Frontcover her, nicht das Schönste von diesen bisherigen Doctor Who Steelbooks ist, ist es trotzdem ein wunderschönes Steelbook und mit Sicherheit eines der schönsten, die im Jahr 2023 veröffentlicht wurden. Wir bekommen jetzt dann im Inneren einerseits das neueste Special, nämlich Power of the Doctor, das erst vor kurzem, glaube ich, vor wenigen Wochen ausgestrahlt wurde, das mit einem ordentlichen Picture-Design, aber dann hier auf der zweiten Disc mit Eve of the Daleks und Legend of the Sea Devils musste der Grafiker wohl ganz offensichtlich mit akutem Brechdurchfall nach Hause geschickt werden, weil er leider vergessen hat, dieses Disc-Design zu erstellen. Das ist etwas schade. Dafür haben wir aber, muss man sagen, ein doch recht unkreatives Innendesign. Das ist ja fast eines, das mich so ein kleines bisschen schon ärgert und die Platzierung von dem Steelbook auf der Top-10-Liste des Jahres sicherlich auch negativ beeinflusst. Denn wir bekommen hier drinnen einfach dasselbe Artwork wie auf den Discs. Also bei Power of the Doctor bekommen wir da auf der linken Seite ganz einfach dasselbe Artwork wie auf der Disc. Aber dankenswerterweise hat der Steelbook, also ist sich das hier noch ausgegangen, zu gestalten, bevor der Brechdurchfall dann so ordentlich gekickt hat. Und es ist die rechte Seite von dem Steelbook Innenleben nicht ganz schwarz, so wie die Disc, aber auch hierbei
handelt sich's natürlich um die quasi Vorschaubilder bzw. Werbebildchen von diesen beiden Specials. Das ist in dem Fall aber nicht so störend oder gar auffällig, weil es halt nicht auf derselben Disc ist, die halt auch quasi gleich daneben ist. Das stört schon ein bisschen. Insgesamt ist es vor allem ein einfach nur Full-Gloss angefärbeltes Steelbook-Innendesign, das zwar relativ kräftige Farben bietet, aber jetzt nicht wirklich eine Dynamik, auch nicht wirklich einen Übergang, auch nicht wirklich ein durchgehendes Design. Man sieht ja hier sogar diese harte Kante, wo das eine Design aufhört und das andere dann einfach anfängt. Das ist halt doch am Ende des Tages dann ein kleines bisschen eine Enttäuschung quasi auf den letzten Metern. Aber trotzdem insgesamt ein schickes Steelbook, wo dann dabei auch noch ein Booklet ist. Aber bitte erwartet euch nicht zu viel von dem Booklet. Das enthält nämlich nur Werbung zu anderen Doctor Who Produkten. Wobei ich in dem Fall ganz besonders auf das PlayStation-Spiel beziehungsweise eben das Edge of Reality und Lonely Assassins Double Feature für die PS4 sehr gespannt bin. Danke, ehrlich gesagt, dass mich dieser Werbeflyer daran erinnert. Ich hatte schon fast vergessen, dass es das Teil überhaupt gibt und dass ich das natürlich in meiner Sammlung brauche. Genauso wie ich natürlich als absoluter Komplettist und Wahnsinniger jede andere Veröffentlichung von Doctor Who brauche, so natürlich auch dieses zwar nicht perfekte, aber trotzdem wirklich schicke Steelbook mit wirklich, wirklich nerviger Spine-Nummerierung. Oh ja, damit haben wir nur mehr eine einzige Sache offen und das schauen wir uns gleich an. Wenn der Maibaum wieder am Dorf... Okay, ja, ich weiß, ich bin wahrscheinlich der schlechteste Motivationssinger aller Zeiten. Aber ganz im Ernst, wenn ich an Matthew McConaughey's King Kong Interpretation denke, dann falle ich halt auch einfach immer irgendwie aus dem Text raus oder aus dem Takt raus. Und wenn mir jetzt dann noch irgendwer sagt, dass wir mit allem Mann nach links, 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 rechts, rechts, rechts gehen müssen, um dann unser Doppelhorn zu konsumieren, dann bin ich froh. Wobei, gut, wenn ich jetzt ehrlich gesagt an den Film denken muss, der vor mir steht, dann konsumieren wir das Doppelhorn in dem Fall wahrscheinlich durch die Nase. Aber das bringt mich tatsächlich zu einem sehr angenehmen Schlaf, den ich im Jahr 2013 hatte. 180 Minuten von Martin Scorsese's The Wolf of Wall Street mit Leonardo DiCaprio. Ein Film, dessen Hype ich damals aber sowas von nicht nachvollziehen konnte, dass es schon fast nimmer feierlich war. Ich weiß, dass alle Leute denselben Film gesehen haben wie ich, weil alle sprechen quasi von einer abwechselnden Mischung aus Vögeleien, Motivationsreden und Drogenkonsum und finden das aber aus irgendeinem für mich nicht ganz nachvollziehbaren Grund leiwand. Für mich war der Film eigentlich dann doch eher nix, aber es ist trotzdem interessant, dass es jetzt davon eine neue Veröffentlichung gibt. Ich habe ja auch ein jetzt nicht wahnsinnig beeindruckend wundervolles altes deutsches Steelbook von diesem Film bereits in meiner Sammlung, aber Arrow Video hat dem Film jetzt eine Neuauflage auch als 4K UHD spendiert und dabei hat man sich hier auf dem Frontcover Artwork einerseits des alten Original Kinoplakatmotivs bedient, das damals zum Beispiel in Amerika verwendet wurde, wo wir eben einen überraschend seriös und wahrscheinlich eben gerade in der Szene komplett über alle Wolken zugekoksten Charakter von Leonardo DiCaprio sehen, während die Office-Leute hinter ihm einfach Vollgas geben. Aber bevor wir uns das eigentliche Ding anschauen, sehen wir ja hier noch eine J-Card. Die müssen wir im Fall loswerden, dass wir die Box komplett sehen und deswegen gehen wir da gleich einmal auf das Backcover, da finden wir die ganzen Informationen rund um diesen Release. Da ist natürlich einerseits wichtig, dass es sich um einen Director-Approved 4K-Transfer handelt, wobei es durchaus natürlich denkbar ist, dass es sich nicht um eine Neuabtastung handelt. Es steht auch nur, dass der 4K-Transfer hier zum allerersten Mal in der UK auftaucht. Es wird wahrscheinlich die Abtastung sein, die vielleicht damals schon getätigt wurde, aber das steht hier eben
eben nicht. Und das ist auch der Teil, den ich ein bisschen verdächtig finde, weil nichts von einem New Remaster oder sowas erwähnt wird. Aber es gibt auf jeden Fall eine komplette extra Bonus-Blu-ray. Und damit ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben hier einen 2-Disc-Release mit einer Bonus-Blu-Ray und einer 4K-Scheibe. Der Film an sich ist nur als UHD und nicht auf Blu-Ray enthalten. Dazu gibt's dann... Ja, bevor jetzt alle seekrank werden. Muss ich die alte Leier eigentlich noch einmal machen oder darf ich in Zukunft einfach meine Beschwerde auf eine Schallplatte sprechen und in dem Fall nebenbei immer abspielen? Ich gebe euch die Cliff Notes Version. Erstens, Arrow Video, haben sie euch eingebrochen? Vor allem, wozu mache ich diese extra wundervolle J-Card nur, um das Backcover von der Box eigentlich noch gestalten zu können, nur um dann das Backcover von der Box eigentlich nicht zu gestalten, sondern komplett leer zu lassen. Es kann mir, ich meine, ich weiß, dass der Text auf dem Backcover von Veröffentlichungen jetzt nicht wahnsinnig beliebt ist, aber es kann mir doch niemand einreden, dass das hier schöner und edler aussieht als das hier da. Hätte man doch zumindest noch, wenn man es zumindest einfärbig belassen möchte, eigentlich das alte Steelbook-Cover-Artwork mit dieser amerikanischen Geldflagge auf dem einfärbigen orangen Hintergrund nehmen können. Ah nein, das ist die bessere Lösung. Dafür haben wir eben hier eben, wie schon erwähnt, auf dem Frontcover, man sieht ein bisschen die orangen Kanten durchscheinen, aber das ist verhältnismäßig Blunzen eigentlich. Das Originalmotiv hierzulande ist es dann verwendet worden von Universal für die Standard-Editionen auf Blu-ray und DVD. Aber eines muss ich wirklich sagen, während ich Arrow jetzt wirklich kritisieren hab müssen für das Backcover von der Box, das Innere von der Box. Ich muss es euch zeigen. Ich muss es einfach herzeigen. Ich habe es bereits auf ein paar Fotos gesehen, aber das packt man nicht. Wir haben hier mit Goldfoliendruck quasi das Geldbörsel von Leonardo DiCaprio als Innendesign. Wie fucking geil ist das bitte? Und wir müssen uns jetzt das einmal tatsächlich von allen Seiten anschauen, nur dass wir mal die Arbeit, die dahinter steckt, würdigen können. Also wir haben mehr oder weniger außen einfach diese Lederhülle. Wir haben hier das Münzfach, wo dann sogar noch hier beim Zipfverschluss mit etwas partiellem Glanzlack gearbeitet wurde, das Ganze sogar nach innen geprägt wurde, wo natürlich, weil es sich dabei um eine Ledergeldbörse handelt, das Ganze mit so einem Lederfinish gemacht wurde. Gut, man hätte da natürlich dann beim Zipfverschluss noch ein bisschen wilder prägen können, wenn man schon damit anfängt. Aber man hat dann auf dem Frontcover sogar hier beim Filmtitelschriftzug hat man sogar einen Goldfoliendruck verwendet, das finde ich großartig. Man hat hier auf der oberen und unteren Kante eben genau diesen Geldbörsel-Look, ne, ebenfalls mitgetragen und hier dann halt natürlich, weil irgendwo muss das auch kommen, das, was zwangsläufig hier drinnen ist, aber am schönsten finde ich ehrlich gesagt das hier, dieser aufgeklappte Look von diesem Geldtaschel. Das ist so geil, das ist so unendlich geil. Auf der linken Seite dann eben hier noch einmal das Wolfs-Logo, wobei ich zugeben muss, das verrät mir nur der Filmtitel, dass das ein Wolf sein sollte. Es sieht für mich eindeutig aus wie ein Löwe. Aber auch hier dann noch Alter, nicht einmal eingearbeitet ins Design dieser Geldschein, sondern wirklich zum Entnehmen mit wunderschönem, offensichtlichen amerikanischen Fake-Geld in so einem kleinen Schuber. Wenn man da sieht, wie liebevoll diese kleine Tasche hier eingearbeitet ist, natürlich genau da, wo diese Naht ist. Alter, wie Hammer ist das bitte, dass man da genau diesen einen Geldschein unterbringen kann. Das nenne ich Liebe
für eine Veröffentlichung. Und da auch hier wieder geprägt und mit dem partiellen Glanzlack haben wir da ein bisschen eine Nachspeise für das Nasal, beziehungsweise natürlich auch hier weiter fortgesetzt die Lederoptik. Und nein, ich gehe jetzt nicht so weit und kritisiere das quasi auch auf dem Element, dass ja quasi eigentlich dieser eingenähte Stoff oder zumindest Plastikstoff ist, der da oft verwendet wird, dass da trotzdem das Lederfinish drüber geht. Das ist mehr oder weniger offensichtlich, beziehungsweise produktionstechnisch nicht anders möglich. Aber auf der rechten Seite warten dann sogar tatsächlich noch andere Elemente auf uns, quasi von den drei möglichen Einschüben, die es da auf der rechten Seite gibt, sind zwei auch noch bedient. Da haben wir zum Beispiel die American Access Card. Absolut großartig. Das gibt auch noch einen Punkt in die Wortspielkasse. Auch hier natürlich mit der Unterschrift 192 ist. Es wäre natürlich absolut geil, wenn das noch dazu unsere individuelle Limitierungsnummer von der Edition ist. Aber das ist es nicht, weil vor allem ist die Arrow Video VÖ natürlich nicht auf dreistellige Höhen nummeriert. Außerdem haben wir dann eben da noch die Visitenkarte von Jordan Belfort. Sell me this pen, genau. Wobei für Visitenkarte ist natürlich geil, dass keine Kontaktinfos drauf sind. Aber egal, das hier, ganz ehrlich, das hier, diese Ansicht, das ist, glaube ich, das Genialste, das Arrow Video jemals gemacht hat oder zumindest dieses Jahr irgendwie gemacht hat oder zumindest, wenn ich weiß, dass Arrow Video schon wirklich geile Sachen gemacht hat, aber zumindest die geilste Art, wie man einen fucking Schuber machen kann. Vor allem, weil wir ja noch immer nicht fertig sind mit dem, was zum Beispiel hier auf der rechten Seite steckt. Da haben wir ja schon eine Tasche, wo man wirklich sieht, wie diese Lederoptik aber noch bis innen geht, damit das ganze Jahr nicht irgendwie unterbrochen ist. Natürlich haben wir eine 10.000 Dollar Banderole um das Booklet drumherum getan. Natürlich haben wir das Booklet auch in diesem Gelddesign mit diesem, das ist ein Löwe, das ist ein fucking Löwe, mit diesem Löwen-Look. Wir können da natürlich an der Stelle durchs Booklet blättern, das circa 60 Seiten hat und eben einige verschiedene Essays enthält, dafür wieder schön stabiles, dickes Papier. Was es natürlich jetzt nicht ganz so leicht macht, das vor der Kamera zu halten und umzublättern. Aber es ist eine absolut geile Sache. Vor allem mag ich auch die Art, wie eigentlich das Papier innerhalb von diesem Booklet gerne aussieht, wie ein bisschen abgegriffene ältere Geldscheine mit diesem, mit diesen leichten Verfärbungen. Dazu natürlich die Fotos und Bilder in absolut hervorragender Druckqualität. Eh klar, bei einem Film aus dem Jahr 2013 das Ganze hier absolut wundervoll, abwechselnd gestaltet. Da hat sich Arrow wirklich Mühe gegeben. Das Einzige, was ich vielleicht auch noch ganz gern gehabt hätte in dem Booklet, wären halt offensichtliche Behind-the-Scenes, Produktions- und Drehfotos. Aber vielleicht gibt es da halt keine, die Universal für sowas freigibt. Das wäre natürlich schade. Aber auch so natürlich mit den quasi echten Fake-Bildern. Das ist eine wirklich coole Sache. Aber vor allem, also das kleine Gimmick mit der Banderole. Es sind einfach solche Sachen, die eine Veröffentlichung von einer Holy Freaking Hell, das ist eine Meisterarbeit Veröffentlichung unterscheiden. Das zeigt halt einfach, dass da wirklich jemand saß und mit schon fast kindlicher, diebischer Freude an jedem einzelnen Kniff, an jedem einzelnen Falz gearbeitet hat, um dieses Ding einfach absolut perfekt zu machen. Und last but not least werfen wir natürlich einen Blick auf
Das Keep Case, da haben wir eben hier auf dem Frontcover vom Keep Case das Artwork, das wir kennen vom deutschen Blu-ray Steelbook, beziehungsweise auf dem Backcover dann natürlich noch einmal die ganzen technischen Informationen, das, was eben auch schon auf diesem Backcover-Blatt war, eigentlich tatsächlich ohne irgendwelche großartigen Umformatierungen, weil großartig gestaltet sind ja diese Arrow-Video-Sachen sowieso nie. Dazu gibt es auch hier natürlich ein Wendecover, das wir uns gar nicht mal so genau anschauen müssen, weil es ja das bekannte System, das bekannte Cover von Schuber ist. Dazu gibt's dann hier die Blu-ray mit dem Bonusmaterial und natürlich dem Wolfs-Logo, beziehungsweise das Außencover eben von der Box auf der 4K UHD. Im Innern vom Keep Case gibt's dann keine weitere Werbung, nur die Erinnerung an eine der furchtbarsten Filmerfahrungen aller Zeiten. Ich werde hier tatsächlich lieber andere Werbung zeigen und vielleicht, wenn ich das tatsächlich bei diesen Keep Cases recht mag, wenn sich die Blu-rays oder die Discs halt quasi einfach gegenseitig anschauen. Das kann man ja bei den meisten Cases recht gemütlich ändern, ohne dass die dann platztechnische Probleme machen. Aber ist auf jeden Fall eine absolut geniale Sache, eine absolut wundervolle Sache. Auch hier kann man noch einmal kurz hinein fotografieren, mehr oder weniger. Wie schön das hier im Inneren aussieht, wie toll dieses Innenleben gemacht ist. Da hat Arrow, dem VÖ-Nerd in mir, muss ich ja schon wirklich sagen, eine riesige Freude gemacht, weil das ist auf jeden Fall eine Veröffentlichung und ein Innenleben, das sie nur aus Liebe gemacht haben können, das niemand erwartet hätte, mit dem niemand gerechnet hätte. Das war halt einfach wieder ein Produktdesigner, der sich quasi gedacht hat, jetzt zeige ich euch einmal was. Und gezeigt hat er uns was und ich liebe es, verdammt nochmal, ich liebe dieses Meisterwerk. Also die Veröffentlichung, nicht den Film. Und damit, ja, habe ich es mir, glaube ich, ganz mit den letzten Worten auch noch mit allen Zuschauern dezent verscherzt. Aber vielleicht gibt es ja auch den ein oder anderen, der dieses Sammlungsupdate, also lieben jetzt wahrscheinlich nicht und Meisterwerk wahrscheinlich auch nicht, aber sagen wir mal zumindest toleriert, ohne mir das nächste Mal einen nassen Fetzen nachzuwerfen, wenn er mich auf der Straße irgendwo trifft. Aber auch wenn, dann hoffe ich zumindest, dass unser nächstes Aufeinandertreffen so lang in der Zukunft, oder so weit in der Zukunft liegt, dass ihr euch dann nicht mehr an dieses Sammlungsupdate erinnern könnt. Aber eines kann ich euch auf jeden Fall sagen, das ist das Ende von diesem Sammlungsupdate, wo aus welchem Grund auch immer die Kamera nicht ganz mittig war, das befriedigt den inneren Monk in mir. Aber das war's mit dem heutigen Sammlungsupdate. Wir haben uns einige Sachen nur ganz kurz am Rande angeschaut, aber keine Sorge, da kommen dann im Laufe der nächsten Wochen wahrscheinlich die umfangreichen Blu-ray- und DVD-Checks, wo ich dann noch einige Informationen zu den jeweiligen Releases für euch parat habe. Dann habe ich natürlich eben auch zu den Sachen, die ich schon letzte Woche bekommen habe, noch einige Reviews offen. Es gibt Quickie-Reviews, es gibt natürlich am Donnerstag eine neue Folge von Depp und Deppert, wo wir uns dieses Mal wieder die besten Filme aller Zeiten vorknöpfen. Es wird, sobald mich irgendwie eine interessante Menge an Post-Sendungen erreicht, natürlich auch wieder Livestreams geben und definitiv in exakt einer Woche am Sonntag um 17 Uhr wieder ein Sammlungsupdate mit allen Dingen, die mich vergangene Woche erreicht haben. Und da habe ich ja jetzt tatsächlich wieder die Möglichkeit, dass ich das pünktlich irgendwie datieren kann. Wobei, was lüge ich uns alle an? Ich habe es ja eh nie geschafft. Aber dieses Mal habe ich es geschafft. Ich hoffe, ich habe euch in der dieses Mal überschaubar langen Episode ansatzweise unterhalten. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir Feedback einerseits zu meinem Video beziehungsweise natürlich auch zu den vorgestellten Sachen hier unter diesem Video hinterlässt. Aber ganz besonders viel Freude würdet ihr mir machen, wenn wir uns entweder irgendwann einmal im Laufe der Woche oder eben nächsten Sonntag um 17 Uhr hier auf meinem Kanal wiedersehen zur nächsten Ausgabe vom Sammlungsupdate. Und bis dahin sage ich Ciao.